Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier bei den Dagallischen Kriegen waren wir aufgehört. Und ja, wir haben Europa eingenommen und jetzt kriegen wir die Mission 5 von 6 der Römer, der Rubikon. Gut, dann würde ich mal sagen, hören wir uns das mal an. Fast 10 Jahre lang war Cäsar der alleinige Herrscher über Gallien. Und dessen Reichtümer füllten seine Truhen bis zum Bersten. Unglücklicherweise gab es eine wachsende Fraktion in Rom, die ihm seinen Erfolg neidete und seine Macht fürchtete. Seine Feinde erlangten schließlich die Kontrolle über den Senat, nachdem Crassus im Krieg gegen die Parther gefallen war. Schon bald brachten sie deutlich zum Ausdruck, dass Cäsar zum Ende des folgenden Jahres von seinem öffentlichen Amt zurücktreten, Gallien abgeben und seine Legionen auflösen müsse. Angesichts der brutalen Machtpolitik in Roms jüngster Geschichte hielt Cäsar es für simplen Selbstmord, sich darauf einzulassen. Ohne den Schutz seiner Legionen wäre er ein leichtes Ziel für jeden gedungenen Mörder, der verhindern sollte, dass er jemals wieder an Einfluss gewinnen könnte. Aus diesem Grund überquerte Gaius Julius Caesar am 11. Januar des Jahres 49 vor Christus den Fluss Rubikon, drang ins römische Italien vor und sprach die unsterblichen Worte: „Die Würfel sind gefallen." Pompeius, Cäsars politischer Verbündeter zu Crassus Lebzeiten, entschloss sich, den Senat zu unterstützen und erklärte sich bereit, die Armeen Roms gegen den Möchtegern-Diktator zu führen. Möchtegern-Diktator, ah ja. Okay, Freunde, ich wusste, also es gibt wieder Beef in Italien, Rom. Und zwar, naja, Rom hat keine Lust mehr auf Caesar im Prinzip und naja. Wir sollen jetzt doch wieder in Krieg gegen Rom gehen, beziehungsweise gegen Pompeius. Und ja, da würde ich sagen, haben die Missionsziele. Caesar muss überleben natürlich. Bestechen Sie die Städte unter Pompeius Herrschaft, indem Sie Senatoren zu den Senatoren der Städte schicken. Oder die Städte vollständig erobern, um an ihre Ressourcen zu gelangen. Das ist jetzt die Frage, was wir machen. Zerstören Sie alle Einheiten von Gnaeus Pompeius. Blaue Einheiten, um zu gewinnen. Okay, das sieht ja krass aus hier. Ein Riesen-Map wieder scheinbar. Und hier ist Rom wieder, klar. Gut. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Neue Folge, neue Mission, neues Glück. Würde ich sagen. Alles klar. Cutscene. 51 vor Christus in der Nähe des Rubikon, Norditalien. Julius Caesar trifft eine schicksalhafte Entscheidung. Schaut nach Süden, Titus. Vor uns liegt der Rubikon. Wenn ich die Grenze zu Italien mit bewaffneten Männern überquere, begehe ich Hochverrat. Und dabei weiß ich, dass es Rom war, das mich verraten hat. Ja, das uns alle verraten hat. Es war nur die unsinnige Politik, die mich daran gehindert hat, die Republik zur Herrschaft über ganz Europa zu führen. Hochverrat! Eure Anstrengungen behindert, aber... Und jetzt sollen sie für ihren fehlenden Weitblick bezahlen. Ihre erbärmlichen politischen Machtkämpfe werden mit meinem Schwert ein Ende finden. Rom wird mein sein, wird... unser sein! Caesar, ich kann das nicht tun. Ich weiß, dass Ihre Forderung an euch ungerecht ist, aber ich bringe es einfach nicht fertig, die Waffen gegen mein Heimatland zu erheben. Ich bitte euch, überdenkt das alles noch einmal. Solltet ihr euch nicht besinnen, werde ich mit all meiner Kraft Pompeius und der Republik dabei helfen, eurem Vormarsch zu widerstehen. So sei es dann. Die Würfel sind gefallen. Die Würfel sind gefallen, so, so. Ach du Heilige. Wieder eine riesen Map, ne? Genau, der berühmte Spruch von Julius. Die Würfel sind gefallen. Und genau, dann gucken wir mal. Ziehen Sie nach Süden und zerstören Sie die Streitkräfte, die Mediolanum bewachen, bevor Sie nach Italien übersetzen. Ach du Heilige. Das ist so ganz schön riesen Map wieder hier.
bam, 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 bam. So eine geile Musik. So, dann machen wir für mal wieder Krieg hier. Oh, wir haben ein paar... Wir haben... Uiu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 
Stadtzentrum, ziehen sie nach Rom, zerstören sie alle Streitkräfte, die bewachen, okay. Okay, alles klar. Tja, ich kann wieder nicht handeln, ne? Das ist echt blöd. Na gut, egal. Ich glaube, das schaffen wir auch so. Ich hoffe es zumindest, also. Wir müssen ja einfach nur Streitkräfte platt machen hier, ne? Wartet mal, wir können uns ja hier aufbauen. Wir können uns ja hier aufbauen. Bauen wir eine Mühle. Baut mal eine Mühle. Ich meine, wenn uns das hier zu knapp werden sollte, dann können wir ja hier uns Verstärkungen aufbauen. Na klar. Oh, da ist schon der Senator. Okay, dann probiere ich das jetzt mal hier. Nicht, dass wir hier wieder handeln müssen. So. Ah. Ja, toll. Vielleicht fällt der Preis, wenn wir Pompeius Festung dort zerstören. Ihr seid witzig. Bringen Sie Cäsar in die Nähe des Senators von Ravenna und wählen Sie ihn an. Nur mit je 400 Einheiten Nahrung und Holz sowie 200 Einheiten würde ein Einsatz bestechen. Ja, nee. Nee. Ja. Was soll denn das jetzt? Warum? Hä? Warum kann ich hier keine Bauernhof wieder aufbauen? Hä? Was soll denn das jetzt? Was soll denn das jetzt? Ja, toll, echt. Ihr seid geil. Lasst mich hier keine Mühle aufbauen. Ach, ihr seid doch blöd, echt. Aber wir können Türme bauen. Aber auch nur einen. Einen einzigen Turm haben wir hier. Wartet mal. Vielleicht. Ich muss mal ein bisschen taktischer jetzt mal ein bisschen was machen hier. Weil mit diesen wenigen Einheiten wird das echt knapp. Das weiß ich doch jetzt schon. Von daher, und da diese Reiter extrem schnell sind, würde ich sagen, 19? 19er Geschwindigkeit, dass wir hier mal ein bisschen weiter gucken, ob hier noch irgendwas ist. So, Freunde. Weil das kann... Salve Cäsar. Was ist das? Die Ambronen erinnern sich an die Unterstützung, die der große Römer uns einst gewährte. Wir sind hier zusammen mit Vertretern anderer Kriegerstämme, die ihm den Treueeid schulden, damit wir uns in seinem derzeitigen Kampf revanchieren können. Ah, sehr gut. Ja, so gehört sich das doch. So gehört sich das doch. Wunderbar hier. Ha. Wunderbar, sehr schön. Das heißt, oh. Ha, seht ihr das? Ich wusste es. Ich wusste, dass wir noch Einheiten kriegen. Das hätte sonst nicht sein können, ganz ehrlich. So, Nahrungsmittel, Eisen haben wir natürlich nicht, ne? Klar. Gut. Dankeschön, Griechen. Oh, warum kämpft ihr denn gegen uns? Was soll das denn jetzt? Unsere Truppen betreten jetzt Sanstas von Pompeius Griechen in Verbindung kommt. Jede feindliche Stadt, die unser Weg zu Pompeius verstärkt, kann durch Zerstörung ihrer Festung unterworfen werden. Ja, die griechischen Verteidiger werden allerdings wahrscheinlich bis zu ihrem Tode kämpfen. Ja, nee, das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, ich glaube. Da wir jetzt hier schon die Verstärkung haben. Ja. Erobern sie griechische Städte, indem sie ihre Festung zerstören. Ja, wozu? Brauche ich nicht. Brauche ich echt nicht, ich habe jetzt hier schon abgezählte Einheiten. Von daher... So, Gold und Holz haben wir aber. Die können wir noch ein bisschen verstärken, das ist schon mal gut. Gut, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Verstärkung hier gekriegt. Und dann los, würde ich sagen. Drauf da! Hallo, drauf da! Ihr sollt auf diesen Turm gehen! Sehr schön, alles klar. Die Garnison Ravenna führt einen Gegenangriff aus. So, macht die Festung kaputt. Oi. Bronzekavallerie. Verdammt. Verdammt. Ja, wir können wieder nicht. Wir können wieder keine Tribute einsetzen hier. Das ist natürlich blöd. Aber macht diese Festung im Arsch.
So. Dann bam. Aufgrund der Niederlage von Probius hat er seinen Bestechungspreis auf 100 Einheiten Gold und Nase gesenkt. Ja gut, aber wir können ja nicht. Wir können ja nicht. Also. Ja. Brauchen wir ja auch gar nicht im Prinzip. Ne? Wir müssen ja einfach nur hier durchmarschieren. Einfach nur alle Einheiten platt machen. Ach du Heilige. Okay. Tod den Heiden, ganz genau, Freunde. Und Julius bleibt schön hinten, das finde ich richtig so. So, was ist jetzt hier? Wartet mal. Wo ist mein Senator? Da ist mein Senator. Können wir jetzt vielleicht mal ohne Tribute handeln? Geht das? Wahrscheinlich nicht, aber ich probiere es einfach. Ach. Asculum wird für jeweils 200... Ja, komm. Seine Tore öffnen. Wie ungewöhnlich, so viel Nahrung zu benötigen. Ja, ist schon richtig. 750 Einheiten Nahrung. Bringen Sie Cäsar in die Nähe des Senators. Ja, okay. Aber ich brauche diese Städtin ja nicht. Ich brauche ja nur diese Einheit. Ach, du Heilige. Wir sind schon da. Ich muss ja nur die Einheiten platt machen. Nach Elysium, genau. Ich meine, wir könnten uns dann zwar aufbauen, aber... ich weiß nicht, also... Oh, 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 Bogenschützen! Bogenschützen! Nach Elysium! Kommen wir hier rein? Shit, kommen wir natürlich nicht. Verdammt. Wir können die auch gar nicht angreifen hier. So, dann römischer Senator. Komm mal her hier, los! Kaputt machen die Typen! Die Legionäre! So. Rom wird nicht kapitulieren, großer Cäsar. Wir müssen entweder mit Gewalt hinein und euch ins Kapitol bringen oder Pompeius Hauptarmee finden und ihn besiegen, bevor die Stadt euch folgt. Okay. Bringen Sie Cäsar zum Kapitol von Rom oder besiegen Sie Pompeius Hauptarmee in Italien, damit sich die Stadt unterwirft. Im Gegensatz zu anderen Städten kann Rom nicht geschleift werden. Geschleift werden? Was ist denn geschleift werden? Geschleift werden? Was? Naja, gut. Egal. Ja, aber die Frage ist jetzt, ich habe ja keine Bogenschützen und nix. Ich habe nur Nahkampfeinheiten. Na gut, dann... Mach mal hier unten ein Loch rein. Warum eigentlich nicht? Mach mal da ein Loch rein. Dauert zwar ewig, aber ich meine, das dauert echt ewig, Freunde. Also, puh. Weil ich will mich erst hier unten sammeln, irgendwie. Weil wir können ja nicht so nicht hier rein. Ne, es geht ja gar nicht. Aber gut, Freunde, kann ich einfach mal sagen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Empire Earth. Ja, es geht weiter mit den Römern. Das ist echt interessant. Und ja. Dann hoffe ich gleich mal, dass wir hier nicht allzu sehr auf die Fresse kriegen. Von der Streitkraft von Rom. Weil das ist nicht sehr viel an Einheiten. Und einige davon sind schon kaputt. Aber ich würde sagen, ich speichere das trotzdem einfach mal. Nicht, dass wir dann alles wiederholen müssen hier. Das wäre scheiße. Das wäre echt kacke. Naja, wie gesagt, ich hätte diese Städte gerne gehabt. Aber wie gesagt, wir können ja hier nicht... Wir können ja hier nicht handeln. Ich weiß auch nicht, warum. Piraten, was? Mit Piraten hier, okay. Höchst interessant. Naja, gut, okay. Ah, wir haben doch hier, guckt mal. Wir haben Pilumträger. Die könnten theoretisch gegen die Bogenschützen gehen, aber... Oh, das hier geht schneller kaputt. Guckt euch das an. Das brennt schon. Hier unten auch. Perfekt, Freunde. Das heißt, wir können dann rein. Wir können gleich rein. Alles klar. Wunderbar. Und da können wir weiter Fortschritt haben hier. Und bam. Und rein hier, los. Das reicht schon. Rein, ja, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Okay, aber so viel ist das noch nicht, zum Glück.
So, und rein da. Weiter. Weiter. Weiter, römische Schlacht hier. Oh Gott. Was will denn der Senator hier? Okay. Der Senator ist kaputt. Aha, da kommt noch mehr. Da unten sind noch mehr. Da unten sind noch mehr. Hallo, 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 hallo. Oh! Ah! Schaut euch das an. Ha. Wir haben Rom erobert, Freunde. Alles klar. Perfekt. So, dann. Das ist das Kapitol. Cäsar, wo bist du, Cäsar? Wo bist du, Cäsar? Hä? Da ist er. Julius Cäsar. Komm ans Kapitol und wähle es an. Hallo? Na gut, dann ist Rom wahrscheinlich noch ein bisschen weiter ausgedehnt hier, oder was? So, ja, wir haben Rom erobert. Bringen Sie Cäsar zum Kapitol von Rom oder besiegen Sie Pontius Hoffmann ihn, damit sich die Stadt unterwirft. Okay, ja, dann haben wir Rom. Und ich bin jetzt unsicher, wie es hier weitergehen soll. Ich meine, wir haben ja jetzt Rom wieder. Wir könnten Einheiten bauen, aber wozu? Halt euch mal bitte alle in der Reichweite dieses Krankenhauses auf. So. So passt das, würde ich sagen. Wen kannst du besiegen? Ja, das sage ich dir gleich. Wir müssen uns erstmal hochheilen. Oder müssen wir jetzt die Städte alle platt machen? Ich weiß es ja nicht, ne? Nicht, dass das wieder so eine Mission ist, wo man nicht weiterkommt, wenn man nicht handeln kann. Ich weiß es ja nicht, ne? Wir haben jetzt Rom erobert. So. Zerstören Sie alle Einheiten, um zu gewinnen. Ja gut, ich meine, wenn wir nur alle Einheiten platt machen müssen, dann scheint hier unten ja noch was zu sein, ne? Hier in Italien auch, okay. Ja, dann weiter geht's. Schauen wir nochmal weiter, was es hier so gibt. Und ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und dass Empire Earth noch so einen Anklang findet. Das ist wirklich top, muss ich sagen. Und ja, ich meine, das Spiel hat es ja auch verdient. Ne? Ich meine, Empire Earth ist einfach ein zeitloser Klassiker. Und genau, dann würde ich sagen, müssen wir uns jetzt hier wieder reinballern. Oder, weil ich meine, das Tor, das hält ja wahrscheinlich wieder mehr aus. Ah, ein Senator, aber gut. Aha, da ist noch ein Pferd. Da sind noch Pferde. So. So, kabem, kabem. Wunderbar hier. So. Ja, macht ihr nur die Mauer kaputt, ist okay. Aber ja, tatsächlich. Also das muss so sein. Verlierst du Leben? Nee. Okay, was? Oh. Oh, guckt mal. Da sind noch Pferde von ihm. So. Alles klar, perfekt. Dann aufmachen. Aufmachen hier. Verdammt, das ist ein bisschen unkoordiniert. Wartet mal, wie soll man das denn hier aufmachen? Das dauert ja ewig. So. Ja, wen du besiegen kannst, ist hier. Du kannst die Mauer besiegen. So. Und bam. Alles klar. Auf ein neues hier. Verdammt. Rein hier, los. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob wir hier rein müssen. Hallo, bleibt ihr mal hier? Genau, ihr ballert einfach auf alle Mauern. Das ist auch nicht schlecht. Gut, Freunde, dann würde ich aber mal sagen, ja, bis hier weiter geht's wieder beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.